Grüß euch, ich bin der Vincent Stern und komme aus der Steiermark, bin Bauer und Käsemeister. Und dass man einen Spitzenkäse machen kann, ist vor allem ein perfektes Fütterungskonzept notwendig. Und das schauen wir uns heute an. Wir sind da jetzt in unserem Milchviehstall. Da herinnen sind knappe 80 Tiere. 35 davon werden im Schnitt gemolken. Sozusagen ist das die Grundlage von unserem Betrieb, wo ein Teil der Milch zu Käse und Joghurt verarbeitet wird und der große Teil wird an die Molkerei geliefert. Für mich ist die Fütterung der Kuh sehr wichtig, weil eine Milchkuh braucht jetzt eine andere Mischung wie eine trockenstehende. Wenn wir jetzt das anschauen, Milchkuh hat ein ganz feines Gras, ein Wiesen, was fünfmal gemäht wird. Da ist viel Energie und Eiweiß drinnen, dass sie uns viel Milch geben kann. Aber eine trockenstehende Kuh braucht viel mehr Struktur, weniger Energie und Eiweiß, dass sie nicht viel zunimmt und nicht verfettet und somit wieder leichte Geburten hat. Wir machen nur die aufgewertete Mischration. Da ist ein Teil vom Kraftfutter im Grundfutter eingemischt. Und häufige Fälle sind oft, dass das Kraftfutter am Grundfutter nicht haften bleibt und dann die Kühe nur am Boden fressen, rühren und sie als Kraftfutter ausarbeiten. Und das haben wir mit dem Lelli Vector verhindert. Und zwar, da ist eine Wasserdosierung. Und wie das Kraftfutter in die Mischung reinkommt, kommt Wasser drauf. Somit bindet das Kraftfutter wunderschön am Grundfutter. Und wir haben das deutlich gesehen, von einer Mischung auf die andere haben die Kühe vom oben weg nach unten gefressen und nicht am Boden um und um geriert und haben nur Kraftfutter gesucht. Papa und ich haben täglich 2,5 Tonnen mit der Gabel und mit der Schaufel manipuliert. Und das ist eine extreme körperliche Anstrengung, was uns jetzt der Vector zu 100% abnimmt. Wir haben uns für den Lelli Vector entschieden, weil das einfach ein extrem flexibles System ist. Da unser Stall ein Neubau ist und kombiniert in Altbau, fährt der Lelli Vector, der Mischer, ohne Schiene, frei im Stall, über Kurvenkanten einstellen. Und dann zusätzlich der Vorteil ist, die Futterküche hat bei uns am Futtertisch Platz. Ein Greifer holt sich das Futter. Der Greifer ist extrem stromsparend und der holt sich die Einzelkomponenten für die jeweilige Mischung. Ganz besonders am Lelli Vector taugt uns, dass man auch nur für 3 Kühe eine eigene Mischung machen kann. Und das machen wir jetzt da als Milchfiebervorbeugung. Es sind 3 Kühe in einer Gruppe. Da mischt er eine calciumarme Ration und somit haben wir Milchfieberprobleme auch keine mehr. Der Vector hat unsere Anforderungen sogar noch übertroffen. Im Punkt Stromverbrauch verbrauchen wir jetzt täglich nur bei den 15 bis 16 Kilowatt Strom. Das sind 2,50 Euro Stromkosten. Das schaffen wir mit einem Traktormischwagen absolut nicht.